Eine kleine Einführung in Kombos. Kombos in Guild Wars sind eine grundlegende Mechanik, die das Spiel wesentlich verstärken können. Im Grunde genommen funktioniert eine Kombo so. Man hat ein Kombofeld, es wird auf dem Boden angezeigt, wo es ist. Man hat einen eigenen Kombo-Finisher und wenn man in dem Feld den Finisher durchführt oder ein Projektil durch dieses Feld hindurchschießt, dann wird der Effekt zu dem Finisher hinzugefügt. Ein Kombofeld erkennt man an der Markierung Kombofeld hier in der dritten Zeile, die linke Seite dieses schönen Herzens. In dem Fall ist es ein Feuerfeld, das heißt, jeglicher Finisher erhält einen Feuereffekt oder etwas, das mit Feuer zu tun hat. Zum Beispiel bekommen Pfeile, die durch das Feld durchgeschickt werden, einen Brandeffekt, einen zusätzlichen. Oder ein Guardian, der aus einem Feuerfeld herausspringt, bekommt ein Feuerschild. Das heißt, Gegner, die um ihn herum stehen, bekommen mehr Schaden. Das Ähnliches kann der Guardian mit einem Lichtfeld erzeugen. Das erzeugt dann sozusagen den Buff Retaliation, der es effektiv erlaubt, dass man einen Gegenangriff startet, wenn ein Gegner einen angreift. Wir machen jetzt einfach einmal hier ein schönes Feuerfeld und machen dann einen Combo-Wirbler. Wir sehen, es sind kleine Feuerbälle herum. Dann kann man noch durchspringen. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil ich habe zu lange gebraucht, um den Finisher zu starten. Wir warten erst einmal die 24 Sekunden Cooldown ab. Und man hier sieht hier beim Leap of Faith, dass er ein Combo-Finisher mit Leap ist. Das heißt, er hat einen besonderen Effekt. Im Gegensatz zum Beispiel hier zum Combo-Finisher Whirl, wenn er in einem Feuerfeld ist. Ein Whirl schmeißt Feuerbälle rund um den Guardian herum, der Leap erzeugt effektiv einen kleinen Buff, nämlich das Feuerschild, das Gegner verbrennt. Hoffe, das erklärt die grundlegende Mechanik der Kombos, auch ziemlich anschaulich. Wer mal Guild Wars 2 hat, knöpft sich am besten einmal einen Kumpel vor, der gerne Elementarmagier spielt. Die Jungs haben nämlich die meisten Kombofelder, die sie aufs Feld legen können.